Für das Rezept brauche ich Mehl, Zucker, Mandeln, eine Prise Salz, Hefe, Mandellikör, gemahlenen Zimt, ein Ei, Pflanzenöl, Zitrone, Zimtstangen und Anis. Zuerst müssen die Mandeln gehäutet werden und weiß sein, damit ich sie mahlen kann. Dafür kommen sie in kochendes Wasser. Ich mache den Herd aus und warte ein paar Minuten. In der Zeit mache ich einen Zitronenaufguss mit vielen Zitronen. Jeder hat so seine Vorlieben. Ich liebe den Geschmack von Zitronen, deshalb nehme ich immer ganz viele. Ich mache den Herd aus und gebe Zitronen, Zimtstangen und Anis hinein. José, kannst du mir helfen, die Mandeln zu häuten? Jetzt kommt der Teig. Jetzt kommt der Teig. Dafür brauche ich 1 Pfund Mehl, den Zitronenaufguss, Öl, eine Prise Salz und Hefe. La pizca de sal y la levadura. Y amasamos. Das mische ich alles. Bei uns gibt es oft Truchas. Es ist ein traditionelles Rezept. Ich fände es schön, wenn meine Tochter es lernen würde. An Weihnachten backe ich sie kiloweise, um sie an alle zu verschenken. Der Teig ist fertig. Ich decke ihn zu. Ich bin fertig. Und jetzt die Füllung. Mandeln, Zitrone, Zucker. Mandellikör, Zimt und ein Ei. Ich rolle den Teig aus und forme die Truchas. Jetzt kommen sie zum Frittieren in die Pfanne. Probieren wir? Ja. So, fertig. Ich hoffe, es schmeckt euch. Das schmeckt. Der Teig ist zart und zugleich knusprig. Der Mandelgeschmack und die Füllung sind einfach lecker.